Yo, hallo und servus und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe vom Simulanten. Wir spielen wieder Anno 2205 und es regnet. Sehr schön. Oder auch nicht. Jetzt bin ich schon wieder auf diesen komischen Knopf hier gekommen. Genau, wir versuchen diese Folge, diese Aufgabe hier zu erfüllen. Das heißt, wir müssen noch Vitamindrinks produzieren und damit anfangen, unseren Weltraumlift zu bauen. Eventuell müssen wir auch noch dieses Informationsbedürfnis weiter stillen. Das ist eigentlich die billigste Aufgabe, die könnten wir nicht gleich mal erledigen. Dann bauen wir eben hier noch ein Informationszentrum. Die Verunreinigung ist minimal. Warum gehen deine Pflanzen dauernd ein? Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich. Immer mehr und mehr Papier. So. Jetzt könnte ich natürlich hier wieder Ornamente bauen, aber das ist gerade ein bisschen teuer und ich habe nicht so viel Geld. Deswegen, lassen wir das doch einfach mal. Aber ich lasse zumindest den Platz mal frei. Wenn wir wieder Geld haben, dann bauen wir das hier noch dementsprechend zu. Ich könnte noch ein paar Gebäude upgraden. Hier hat man noch so ein dickes zum Beispiel. Hier haben wir noch so ein paar kleinere. Achso, das reicht schon. Genau, jetzt bräuchten wir wieder normale Angestellte, Arbeiter, um Administratoren zu schaffen. Von daher, das passt jetzt erstmal. Und wir kümmern uns um unsere Vitamindrinks. Wir brauchen Früchte. Okay. Die verbrauchen 16, die produzieren 8. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Verhältnis von 2 zu 1. Wir brauchen 2 Obstplantagen. Und eine Vitamin-Drink-Produktion könnten wir eigentlich direkt hier ansiedeln. Machen wir das doch mal so. Oh, Logistik. Wir brauchen Logistik. So, und jetzt Vitamindrinkproduktion. 2 Stück. Machen wir das mal so. Es ist klug von Ihnen, sich um die Gesundheit Ihres Personals zu kümmern. Solche Vergünstigungen machen Sie zu einem attraktiveren Arbeitgeber. Und wir haben keinen Strom. Was? Minus 110? Warum so wenig? Bauoptionen erweitert. Okay. Warnung. Energiebedarf zu hoch. Brauche ich noch so ein Ding? Empfohlen. Oh, ich habe kein Geld mehr. Das ist jetzt scheiße. Jetzt wäre tatsächlich ein Kredit nicht schlecht. Kann ich mir das irgendwo auf der Strategiekarte? Kann ich mir von irgendjemandem Geld leihen? Weltmarkt. Auftragszentrale, Docks, externe Ressourcen. Vielleicht könnte ich irgendwas. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja. Ist ja gut. Wo ist denn hier der Handeltyp? Der Händlertyp. Unternehmenslabel angepasst, Händler. Um Wirtschaftskraft wiederzuspiegeln. Lager voll. Glaub mir, es gibt nichts Besseres, als einen Deal zu machen, dank dem man sich jahrelang... Okay, ich lade einfach mal Sachen auf.
bestätigt. Kann ich Dinge aufladen? Ah nee, das funktioniert jetzt nicht mehr so. Ihre Einrichtungen verbrauchen mehr Energie, als sie liefern. Oh, ich habe Geld bekommen. Ihre Produktivität. Das ist gut. Irgendwoher kam gerade ein Geldsegen, ich habe es nicht mitbekommen. So, jetzt. Sehr gut. Sie sollten diesen Vorgang verinnerlichen. Puh, das war nochmal knapp. Jetzt können wir damit beginnen, unseren Weltraumhafen zu bauen. Schauen wir mal. Oh, wir brauchen Wasser. Wasser, Biokost, das reicht auch noch nicht ganz. Okay. Also wir sollten noch eine Reisfarm bauen. Deswegen brauchen wir Wasser. Habe ich jetzt noch so einen Küstenbauplatz oder bin ich jetzt schon voll? Ah, hier ist noch einer. Ah, sogar zwei. Okay. Das bringt mir nur 4. Boah, das ist aber echt wenig. Aber jetzt sind wir, glaube ich, wieder im Plus. Jawohl. Jetzt müssen wir noch ein bisschen für Vitamindrinks sorgen. Ich brauche noch 2 Obstplantagen. So, und dann kann ich jetzt hier noch so ein Teil hier bauen. So, und das sollte jetzt dann reichen. Jawohl, sehr gut. Sehr, sehr schön. Jetzt könnte ich dann fast noch ein paar Arbeiter ansiedeln. So, perfekt. Und da sind wir auch schon wieder mit der Biokost hinterher. Das geht echt verdammt schnell. Das hier bauen nochmal so ein Ding. Plus 4. So. Und dann fangen wir jetzt mal an, unseren Typ, beziehungsweise was müssen wir hier machen? Achso, da war das mit der Credit-Bilanz. Okay. Bau beginnen. 25 Baubots. Ja, Rafferty hier. Wir nähern uns dem Sektor. Over. Oh. Eine Kampfmission. Das ist auch neu in dem Spiel. Da es keine direkten Gegner mehr gibt, gibt es ab und zu Missionen, in denen man Krieg führen kann. Die Fracht schützt das Schiff. Menschen der Erde, dies ist das Manifest zur Unabhängigkeit des Mondes. Die Global Union kämpft seit Generationen gegen uns. Ihre Waffen waren Lügen, Unachtsamkeit und Ausbeutung. Und die LEC hat sich in stiller Komplizenschaft geübt. Doch das ist vorbei. Niemand wird einen Fuß auf das Land unserer Väter setzen. Wir sind die Orbital Watch.
Der Mond ist frei. Sie haben uns aus dem Nichts angegriffen, haben meine Schiffe versenkt und die Ladung übernommen. Jetzt blockieren sie den ganzen Sektor, sodass keine Transporte mehr durchkommen. Keine Zeit, um Vorschriften zu studieren. Treffen Sie Rafferty an den übermittelten Koordinaten. Tun Sie, was nötig ist. Raumhafenerweiterung genehmigt. Okay, also wir haben unsere erste Erweiterung gebaut. Allerdings haben wir jetzt ein Problem. Die benötigten Ressourcen werden festgehalten. Das heißt, wir müssen kämpfen. Hier sehen wir übrigens dann schon diesen Weltraumaufzug offensichtlich. Hübsch, hübsch. Aber genau, ich hatte es gerade schon erwähnt. In Anno 2205 gibt es ja keine direkten Konkurrenten mehr auf der Karte. Deswegen auch keine Kämpfe. Kämpfe sind optional, bis auf hier in dieser Mission jetzt. Da ist es dann verpflichtend, damit man weiterkommt. Aber sonst optional kann man machen, wenn man lustig ist. Muss man aber nicht. Und dazu geht man auf die Strategiekarte. Und diese Kampfmissionen sind dann hier diese roten. Und ja, ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Haben die tatsächlich unsere Schiffe gekapert? Zeig's ihnen. Ja, solche Schweine. Und wenn man solche Missionen erfüllt, bekommt man Belohnungen. Man bekommt Kampferfahrung. Ich glaube, mit Kampferfahrung kann man dann seine Kampfschiffe, die man hat, upgraden. Und man bekommt Rohstoffe. Hier in dem Fall 25 Graphen und 20 Iridium. Und da wir es in dem Fall machen müssen, machen wir es einfach mal. Dann lädt hier diese Mission. Hier seht ihr übrigens dann noch andere Bauplätze, die wir dann auch bebauen können bei Zeiten. So, sind wir schon da? Sehr gut. Dort haben uns die verdammten Feiglinge angegriffen. Reisen unsere Frachtschiffe noch immer wie Schmeißfliegen. Ich sehe, haben sie Verstärkung geholt. Du musst dich vorsehen. Ich weiß aus Erfahrung, dass diese Leute keine Schuldgefühle kennen. Durchbrich ihre Blockade und befreie unsere Schiffe. Ich halte dir den Rücken frei. Okay, dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Zerstören Sie die Kommandos der Orbital Watch, um das entführte Transportschiff zu befreien. Okay. Wie geht's? Das sind unsere Schiffe. Achso, das gehört ihm. Das hier sind unsere. Ein Titan. Ein Turtle. Und ein Spark. Und wie ihr seht, haben wir hier immer Spezialfähigkeiten. Die können wir immer dann einsetzen, wenn wir Punkte gesammelt haben. Und diese Punkte sammelt man hier. Man kann das hier einsammeln, man kann Gegner zerstören, bekommt dann dafür Punkte und diese Punkte kann man dann dafür verwenden, um diese Spezialdinge hier anzuwenden. Hier haben wir Treibstoff gesammelt, jetzt können wir zum Beispiel ein kinetisches Schild aktivieren, beziehungsweise eine Wellenmine. Wir werden beschossen. Können wir jetzt hier raushauen, seht ihr, bumm. Dann hat das schön kaputt gemacht. Ah, und hier haben wir Raketensperrfeuer erhalten, okay. Nuklearrakete. Oh. Ach, und er repariert uns hier. Das ist aber nett. Ah, okay, hier können wir auch noch rein. Sind unterwegs. Oh, hallo? Feuer frei. Die Mission ist natürlich sehr einfach. Also wir werden hier auch ständig repariert. Kommt Treibstoff. Koordinaten bestätigt.
Haben ein bisschen Iridium noch eingesammelt. Verstanden. So, und was ist das? Auftrag verfügbar. Bestätigt. Ah ja, was willst du von mir? Ich weiß, dass Sie den Gefahren da draußen trotzen können, sonst würde ich Sie nicht fragen. Okay, finden Sie wertvolle Erze an Land. Wo soll das sein? Wertvolle Erze an Land. Hier vielleicht? Ach, hier. Okay. Ja gut, dann müssen wir dann wohl da rein. Verstanden. Sind unterwegs. Das können wir uns auch reparieren lassen. Verstanden. Aber da wir ohnehin repariert werden, wir könnten uns kinetische Schilde geben lassen. Im Gange. Oh. Kampfstationen. Alle zum Einsatz. Das ist nichts, was wir nicht wieder in Ordnung bringen können. Ah, okay, wir können jetzt einen EMP-Impuls. Feuer frei. Wollen wir das doch mal testen? Roger. Machen wir mal ein bisschen. Ziel bestätigt. So, ein Iridiumlager. Bestätigt. So, noch mehr Iridium. Iridium. Und, oh, lauter Stuff. Volle Kraft voraus. Zum Sammeln anklicken. So, wir brauchen noch ein wertvolles Erz. Oh. Wo finden wir das noch? Ah, hier. Ich wünschte immer noch, ich müsste Sie nicht fragen, mein Freund. Aber Sie haben sogar noch besser abgeschnitten, als ich gehofft hatte. Koordinaten bestätigt. Was haben wir hier? Unterstützungsflotte. Ah ja. Raketensperrfeuer. Volle Kraft voraus. Und noch ein EMP-Impuls. Roger. Volle Kraft voraus. Nuklearrakete. Ach, eine Nuklearrakete gleich, okay. Oh, aua. Alle zum Einsatz. Sind unterwegs. Im Gange. Sind unterwegs. Koordinaten bestätigt. Bereit für Einsatz. Und nochmal Raketensperrfeuer. Sehr gut. Feuer frei. Du steckst hoffentlich was ein, oder? Keine Sorge, meine Drohnen über sich kommen. Roger. Sind unterwegs. So, oh, jetzt haben wir zwei Raketensperrfeuer, zwei Unterstützungsflotten. Hier ist noch eine Mission. Volle Kraft voraus. Machen wir noch mal die U-Boot-Flotte. Roger.
die fahren dann auch von selber rum. Das ist ja praktisch. So, fertig. Es ist so gut wie neu. So, bumm. Bestätigt. Dann soll unsere U-Boot. Ach so, die fliegen. Die fliegen. Die schippern sogar immer schön neben uns her. Was möchtest du denn? Dass du vorbeikommst. Ich hätte da eine Kleinigkeit. Sammeln Sie Rettungsboote mit Ihrem Fahrzeug. Ach, hier sind Rettungsboote. Oh. Bestätigt. Na gut, dann sammeln wir die noch kurz ein. Oh. Ich verstehe. Machen wir mal ein bisschen. Ziel bestätigt. Alle zum Einsatz. Volle Kraft voraus. Bestätigt. Alle zum Einsatz. So, hier haben wir noch so ein Lager. Das ist nichts, was wir nicht wieder in Ordnung bringen können. So, haben wir da noch eins. Das holen wir auch noch gleich. Drei Stück sollen wir einsammeln. Na gut. Sollte kein Problem sein. Alle in die Quartiere. Bestätigt. So. Waffensysteme bereit. Da kommen Sie. Alle zum Einsatz. Bumm. Grünes Licht. Reparatursysteme online. Im Gange. Ich möchte mal das hier ausprobieren. Energie auf Schilde umgeleitet. Feuer frei. Feuer frei. Hui, aua. Oh, das ging aber schnell kaputt. So. Mit dir sollte man sich wirklich nicht anlegen. So, was haben wir hier noch? Ich fürchte, wir können diese Sache nicht ohne militärisches Eingreifen. Raketensperrfeuer 5-mal verwenden. Kein Problem. Bestätigt. So, komm her. Oh, das sind auch noch welche. Energie auf Schilde umgeleitet. Grünes Licht. Bereit für Einsatz. So, da ist noch einmal Raketensperrfeuer.
Tor. Verstanden. Los geht's. Sehr gut. So, dann unser Raketensperrfeuer noch einmal verwenden. Koordinaten bestätigt. Sind unterwegs. Ah ja. Da ist nichts, was wir nicht wieder in Ordnung bringen können. Ich weiß nicht, soll ich das jetzt hier drauf jagen? Ist das eine gute Idee? Scheiß drauf. So, bumm. Das war's. Einfach so reinrauschen und alles zum Guten wenden. Unsere Mannschaften werden es dir danken. Okay, ihr seht also, Anforderungen für neuen Erfolg. Kampf in 2205 ist mehr so ein kleines, ja, Minispiel eigentlich. Nicht notwendig, kann man aber machen zwischendrin, falls einen das ganze Strategiezeugs mal ein bisschen nervt. Finde ich ganz nett, braucht man nicht unbedingt, aber kann man machen. Und jetzt können wir uns von den Punkten, die wir hier haben, wohl Schiffe upgraden. Achso, das kostet dann 1000 Credits. Alles installiert. Ja. Probier's aus. Machen wir das doch mal. Und drücken dann mal auf Mission beenden. Ich bin froh, dass Sie unverletzt zurückgekehrt sind. Ich auch. Dieser Angriff hat alle im Union-Hauptquartier schockiert. Aber das Programm muss weitergehen. Sehr gut. Wir haben den Kontakt zur Lunar Excavation Corp verloren. Offenbar haben sich viele Mondkolonien mit der Orbital Watch verbündet. Umso wichtiger ist es, dass ihr Weltraumlift den Betrieb aufnimmt. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Auf unsere Karte. Tududu. Also ich muss mal gucken, dass ich jetzt hier auf eine positive, also eine Bilanz von plus 2000 komme. Während man sich übrigens hier in anderen Karten auffällt, läuft natürlich die Wirtschaft hier weiter. Deswegen haben wir jetzt wieder ein paar Credits mehr. So, sehr gut. Klicken Sie auf den Raumhafen, schließen Sie das ab. Wie sieht's hier aus? Was brauche ich denn für diese Brücke hier eigentlich? Ah, okay, ich brauche 2000 Administratoren. Das heißt, ich muss ohnehin... Achtung, komm zur Werft, wenn du Schiffe bauen oder ausrüsten willst. Achtung, Werft? Versorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Ist das die Werft? Wo ist die Werft? Ist das die Werft? Wo ist dieser Rafferty? Was da? Ich werde Hilfe von der Geschäftsführung brauchen. Ah, okay, das ist ein Auftrag. Sie sind ein echter Champion. Finden Sie Kisten auf einer beliebigen Insel. Kisten, 3 Stück. Okay. Kennen wir auch aus Anno diese Suchaufträge? Aber ich bin gerade offensichtlich zu blind. Irgendwelche Kisten zu finden. Wo zur Hölle? Ach hier, hier ist eine. War das jetzt, gilt das als eine? Nein. Finden Sie Kisten auf einer beliebigen Insel. Nee, was meint er mit Kisten?
Das offensichtlich nicht. Ach hier, diese Kisten meint er. Ah. Haben wir noch irgendwo Kisten? Ach, da sind noch Kisten. Wow, das war ja wirklich ein Kinderspiel für Sie. Das ist richtig. Sehr gut. Helfen Sie anderen, um sich selbst zu helfen. Geschäftsaufträge können profitabel im Hinblick auf Material und Ressourcen sein. So, dann sollten wir hier noch ein bisschen upgraden. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Ah, jetzt können wir unsere Fabriken upgraden. Investieren Sie Graphen. Ah, dafür brauchen wir Graphen. Okay, verstehe. Schauen wir mal. Wobei, das passt hier alles noch. Kann ich das jetzt hier auch upgraden? Jetzt können wir es upgraden, tatsächlich. Wir können jetzt hier also zusätzliche Module errichten. Wir könnten jetzt hier zum Beispiel die Produktivität verdoppeln. Allerdings auch die Unterhaltskosten. Hier könnten wir Arbeitskraftwartung, das heißt, wir brauchen weniger Arbeitskräfte für dieses Gerät. Hier bräuchten wir weniger Energie. Hier bräuchten wir weniger Logistik. Ich würde jetzt gerne erstmal diese Quest hier erfüllen. Mit den 2000. Das wäre mir jetzt gerade mal wichtig. Auf jeden Fall können wir jetzt hier alle Gebäude upgraden. Alle Produktionsgebäude. So, und ich würde jetzt gerne nochmal so ein paar Komplexe hier bauen. So. Jawohl, jetzt haben wir hier die plus 2000. Das heißt, jetzt läuft das und jetzt müssen wir 5 Minuten warten. Dabei können wir mal gucken. Okay, hier bräuchten wir jetzt wieder was zum Essen. Schauen wir mal, jetzt könnten wir hier zum Beispiel, wie viel kostet mich das an Unterhalt? Das kostet zum Beispiel ganz wenig. Könnten wir jetzt hier ein Modul errichten. Nehmen wir mal das da. Hier die Produktion zu erhöhen um 180%. Oh wow, das braucht aber viel Platz. Okay. Jetzt muss ich mal was ausprobieren. Bevor wir irgendwas abreißen. Wenn ich das hier verschiebe. Dahin. Einfach mal irgendwo anders hin. Völlig wurscht wohin. So, und jetzt drehe ich das so. Und jetzt müsste ich doch... Ah, jetzt geht's. Okay, jetzt kann ich hier dieses Modul hinsetzen. Alles installiert. Probier es aus. Jetzt habe ich hier 280 Produktivität. Und müsste doch jetzt eigentlich... Wie viel macht mir das? Eine Reisfarm macht, glaube ich, plus 4, ne? Fünf. Na gut, aber dann könnte ich zumindest eins abreißen. So, dann können wir das wieder verschieben. So, und das müsste doch jetzt eigentlich passen. Jawohl. Seht, jetzt haben wir hier durch ein Upgrade uns quasi sogar ein Gebäude gespart. Halt. Muss ich mal gucken. Genau. Unterhaltskosten. Also wir haben wirklich gespart. Produktion hat sich deutlich erhöht. Unterhaltskosten zwar auch, aber nicht so viel. Also
als dass wir hier eins hätten wegreißen können. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt haben wir hier ein schönes erweitertes Produktionsgebäude. Ich könnte mich dran gewöhnen, essen zu gehen. Und wenn man zum Beispiel Knappheit an Arbeitskräften hat oder an Logistik aufgrund vom Platz oder zu wenig Energie, kann man natürlich auch die anderen Module wählen. Wie das hier, das ist zum Beispiel recht klein sogar. Die Verunreinigung ist minimal. Oder das, das ist auch recht klein. Oder ein Lager, das auch noch recht klein ist. Also man kann das hier, wie man möchte, erweitern. Wobei es gibt, glaube ich, eine Maximalanzahl an Modulen. Achso. Ah, okay, das Limit für Produktion ist 4. Und hier sind es jeweils 5. Das heißt, man kann so eine Produktionsstätte wirklich riesenhaft werden lassen. Das ist schon cool. Coole Sache. Coole Sache. So, wie sieht's hier aus? 1 Minute 20, ja, die kriegen wir auch noch rum. Also, wie? Da könnten wir eigentlich wirklich mal so eine, einfach mal testweise, so eine Riesenfabrik hier bauen. Deswegen nehme ich das mal und verlege es woanders hin. Nein, das wollte ich nicht. So, und bauen dann hier mal noch so ein Modul. Für ein paar Verbesserungen. Mhm, mache ich doch gerade schon. Wird das eigentlich immer teuer? Nee. Stapeln Sie die Kisten nicht dort. Da drüben ist mehr Platz. Ah, okay, jetzt haben wir dann wieder unser schönes Problem mit, wir haben keinen Platz. Gut gemacht. Wir werden Sie bei künftigen Aufträgen in Betracht ziehen. Sehr gut. Diese dringende Angelegenheit würde ich gern Ihrem Unternehmen überlassen. Warum gehen meine Pflanzen dauernd ein? Ah, wie machen wir das? Bitte sehen Sie sich das mal an. Ja? Mein Kommandoschiff, das habe ich doch schon längst gesehen. So. Bauen wir das da? Das bitte Vakuum verpacken, danke. Hier noch eins. So. Ist wie hier voll. Also wir haben natürlich nicht unendlich viel Iridium. Aber das passt jetzt erstmal. Wir reden von Entlassungen. Jetzt schauen wir mal, wie viel wir dadurch ersetzen können. Plus 30, das ist schon ordentlich. Schauen wir nochmal. Plus 15. Das können wir auch noch vernichten. Jetzt haben wir quasi durch so eine Megaproduktionsstätte alle anderen einzelnen ersetzt. Also das bringt schon. Doch, das finde ich eine coole Neuerung, muss ich sagen. Sehr schön. Und das können wir jetzt natürlich dann hier auch mit dem Wasser machen. Machen wir auch gleich mal. So, das heißt, wir haben jetzt hier schon mal die Wasserproduktion. Ach so, das war jetzt mein Kraftwerk. Aber schaut euch mal an. Aber das wollte ich jetzt natürlich nicht. Ich wollte Wasser hier. Das gibt nochmal plus 5. Sehr gut. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Ja, mache ich doch schon die ganze Zeit. Mache ich doch schon die ganze Zeit, Junge.
So, jetzt klicken Sie auf den Raumhafen, schließen Sie das Upgrade ab. Was soll ich jetzt hier machen? Befestigen Sie Arbeiterboot an Ihrem Kommandoschiff. Machen wir doch erstmal das. Hoffentlich hilft Ihnen das weiter. Arbeiter. Das hier. Soll ich an meinem Kommandoschiff befestigen? Sind unterwegs. Okay. Roger. Und hier oben haben wir noch eins. Verstanden. Du gehst das Risiko doch ein, oder? Okay. Wir haben wieder eine militärische Mission zur Verfügung. Müssen wir dann wieder auf die Karte gehen. Dann könnten wir das machen. Koordinaten bestätigt. So. Volle Kraft voraus. Wir tingeln erstmal dahin. Ach, wir können nur eins anhängen. Ah, ach so, okay. Gut, verstehe. Volle Kraft voraus. Kriegen wir da eine Belohnung? Achso, noch nicht. Erst wenn wir alle Schritte abgeschlossen haben. Koordinaten bestätigt. So, jetzt holen wir uns das Ding. Da waren noch ein paar Biopolymere. Ach, hier ist auch noch mal was. Marmorstein. Ah. Im Gange. Das brauchen wir wohl auch noch. Das merken wir uns mal, dass das hier oben ist. Ach, das ist diese Mission. Okay. Und hier ist auch noch eine Mission. Und hier auch noch. Schön zu wissen, dass Sie bereit sind, zu tun, was getan werden muss. Ein Freiwilliger wird benötigt, der sich um dieses Problem kümmert. Ein Problem? Halten Sie einen Produktionsüberschuss von Biopolymere für 5 Minuten. Ja, das kann man auch recht einfach machen. Aber jetzt würde ich sagen... Bestätigt. Erstmal das da. 10 Graphen, das haben wir. Kabel angeschlossen. Fahrstuhlkabine bereit zur Abfahrt. Hui! Achtung, Annäherung an Raumstation der Global Union. Bereit machen für Andockvorgang. Meine Glückwünsche. Der erste Schritt in den Weltraum. Alle Zweige der Weltwirtschaft stehen Ihnen nun offen. Phase 2 des Mondlizenzierungsprogramms beginnt jetzt. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Ja, das sagst du mir immer wieder. So, wir haben uns jetzt angeschlossen an diese Raumstation. Und haben als nächste Mission, wir sollen jetzt eine neue Basis gründen in der Arktis. Denn, wir schauen nochmal kurz hier hin. In der Arktis fallen Ihre Handlungen unter die Oberaufsicht der Arctic Custodians. Werfen wir einen Blick auf Ihr Territorium. Hier gibt es nämlich ganz spezielle Ressourcen, die wir auf keiner dieser gemäßigten Karten finden. Das heißt, wir müssen in der Arktis eine Basis bauen, um an diese Ressourcen zu kommen, die wir dann eben benötigen, um im Spiel weiter zu kommen. Hier handeln wir übrigens auch auf diesem Bildschirm. Ihr seht hier neue Transferroute. Das heißt, wenn ich Sachen transferieren will, müsste ich hier eine Transferroute einrichten und dann werden in Echtzeit diese Ressourcen transferiert. Ah ja, das sind zum Beispiel Waren, die man aus arktischen Regionen liefern lassen kann. Aluminium, Fisch, Konservennahrung, Metallschaum. Gut, was wir machen können, das wissen wir. Man kann sich die Credit-Fluktuation anschauen. Die Angestelltenzahl, die wir hier haben. Energie. Ich glaube, man kann auch Energie und andere Sachen transferieren, aber da bin ich mir nicht sicher. Und Raumhafen ist hier Stufe 2. Wir können ja mal gucken. Waren. Ach nee, man kann nur Waren transferieren. Vielleicht kann man später auch mal Energie transferieren, das weiß ich noch nicht. Jetzt haben wir Zugriff, müssen wir auch Zugriff haben auf diese Raumstationen. Das heißt, wir können Waren handeln mit dem Weltmarkt.
können also auch Sachen verkaufen, gehe ich mal davon aus. Aktuell ist das ein Slot. Eine aktive Route. Aber das tun wir jetzt noch nicht. Dann, was haben wir noch? Auftragszentrale. Das sind die Docks. Achso, das sind die Docks. Hier können wir dann unser Militär upgraden. Oh, hallo. Hier sind unsere was mit mir besprechen? Aufträge, die wir haben. Die Arktis. Phase 2. Da haben wir noch keinen Zugriff drauf. Und hier die Konferenz. Geben Sie Ihre Stimme ab und erhalten Sie Module und seltene Rohstoffe. Hier wird über das Schicksal der Weltwirtschaft entschieden. Diese Prozesse kannst du beeinflussen. Es hängt davon ab, wen du unterstützt. Okay. Ich werde hier und da ein paar Empfehlungen geben. Das ist ähnlich wie Anno 2070, dass man quasi irgendeiner Fraktion, irgendeinem Unternehmen die Stimme geben kann und dann eben für eine Zeit lang bestimmte Dinge bekommt. Sie erhalten seltene... Bauen wir gemeinsam eine solide Basis, von der aus wir in die Zukunft streben können. Rohstoffe und Schwerindustrie. Sie erhalten seltene Rohstoffe, wenn ich hier stimme. Ach, ich kann den bestechen. Je größer der Traum, oder er besticht mich für seine Stimme. Sein. Credits und Iridium. Erbauen wir die Gegenwart für eine vielversprechende Zukunft. Und hier bekommen wir dann offensichtlich Boni. Ach so, das sind dann so Spezial-Upgrades für die Firmen, die dann nochmal besondere Dinge geben. Aber wir lassen uns gerne bestechen, würde ich sagen, oder? Wenn dieser nach den Sternen greift, werden wir da. Siehst du, so gewinnt jeder. Glückwunsch, neuen Erfolg erhalten. Und können jetzt quasi hier diesen Cassian Industry Drohnenstock bauen. Und so weiter und so fort. Okay. Cool, cool. Und ja, dann würde ich sagen, war es das an dieser Stelle. Das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um die Folge hier zu beenden. Nächstes Mal schauen wir dann in die Arktis, was es da so gibt, und versuchen hier weiterzukommen, was unsere Missionen angeht. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn das der Fall ist, gerne wieder Däumchen nach oben, Kommentar oder Abo, wenn noch nicht vorhanden. Da freue ich mich sehr drüber. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, der Simulant. Wir spielen Anno 2205. Macht's gut, bis bald und Servus!